Woher haben Sie dieses Rezept? Also, fällt Ihnen eigentlich ein? Das geht Sie überhaupt nichts an. Das habe ich von einem Freund bekommen. Und jetzt mischen Sie diese Papa, diese Dings da, Blume da zusammen. Ja, hier war eben so ein Weihnachtshasser. Der hat sich einen Zimttee mit Sternanis und Passionsblume gekauft. Zimttee? Ja, ja. Und diese Mischung kann nur vom Weihnachtsmann stammen. Der Zimttee ist einmalig, ein uraltes Rezept, den kauft sonst keiner. Kalle, das muss der Entführer gewesen sein. Aber nichts wie hin. Nichts wie hin. Hallo? Was? Entführt? Ja. Das ist ja schrecklich. Wie sah der Typ denn aus, der den Zimttee bei Ihnen gekauft hat? Ja, wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen den Mann malen. Ja, super. Dann düsen wir gleich mal zu Ihnen, ja? Bis gleich. Der Weihnachtsmann entführt. Was soll man dazu sagen? Was wollte ich denn noch? Ah ja, richtig. Beutu, der Teehändler will uns den Entführer malen. Ein Phantombild des Entführers? Phänomenalisch, Kalle. So. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag. Ich habe eben angerufen wegen dem Weihnachtsmann-Entführer. Was? Der Weihnachtsmann entführt? Naja, Sie wollten uns doch ein Phantombild des Entführers malen. Phantombild? Ja, aber Sie haben dem Entführer doch seinen Lieblingstee verkauft. Entführertee. Sowas führe ich nicht. Zimttee. Der Lieblingstee des Weihnachtsmannes. Erinnern Sie sich? Dem stimmt was nicht. Hören Sie, ich bin Beutolomäus. Ach ja, richtig, Beutolomäus Sack. Ich habe Sie gar nicht so erkannt auf die Schnelle, zusammen mit ihr da. Also, wissen Sie jetzt, warum wir da sind? Das Phantombild des Entführers. Ich habe auch schon was vorbereitet. Wissen Sie, Malerei ist mein Steckenpferd. Dürfen wir mal sehen? Einen Augenblick. Der Künstler ist gleich soweit. Hier. Da seid ihr. Ich dachte schon, ihr seid im Urlaub. Wo ist denn der Weihnachtsmann? Der ist entführt worden. Psst. Bartholomäus war einer Postbotin, sind alle Geheimnisse gut aufgehoben. Aber das mit dem Weihnachtsmann, das ist ja furchtbar. Keine Angst, Hilde, wir werden meinen Chef schon finden. Wir haben sogar schon einen Zeugen. Da, er malt gerade das Phantombild vom Entführer. Er malt das Phantombild. Na ja, wieso denn nicht? Da gibt es ein kleines Problem mit eurem Zeugen. Fertig. Ach, die liebe Frau, Clemens. Clemens, natürlich. Was kann ich für Sie tun? Ich bringe Ihnen die Post wie jeden Tag. Er ist ein bisschen vergessen. Ach ja, richtig, die Post. Dürfen wir jetzt mal bitte das Bild sehen? Ja, natürlich. Voilà. Aber das ist ja... Die Kundin von eben. Ach ja? Richtig, Frau Schneider von gegenüber, Haus Nummer 14, dritter Stock links. Das ist nicht unser Täter. Nicht? Nein. Allerdings ist Ihnen Frau Schneider sehr gut gelungen. Also, ich muss weiter. Tschüss. Und euch viel Glück. Kalle, das ist ja katastrophalisch. Das Gedächtnis von diesem Teehändler ist... So löchrig wie ein Teesieb. Wie soll der sich da noch an den Entführer erinnern? Schnee. Ich hab's.
Ich trinke meinen Zimttee ganz allein. Käm doch mein Beutelomäus. Jetzt herein. Sie sind ganz entspannt. Sie werden müde. Aber nicht so müde. Psst. Also, wie sah der Kunde aus, der den Zimttee für den Weihnachtsmann gekauft hat? Groß. Der Mann war groß und schlank. Der Mann hatte eine Kapuze, einen Mantel mit Kapuze und hatte... Ja, richtig. Ich bin etwas vergesslich, müssen Sie wissen. Sie gestatten? Der Wecker erinnert mich nämlich daran, das Band für die Überwachungskamera zu wechseln. Klitzekleines bisschen vergesslich, das hatte ich ja noch nicht erwähnt. Ein Band? Boy, du, die Kamera nimmt alles auf, was hier im Laden passiert. Also auch den Entführer. Kalle, wir müssen sofort damit zur Polizei. Entschuldigung, würden Sie uns bitte diese Kassette geben? Ja, sehr gern. Dankeschön. Kann ich sonst noch was für die Herrschaften tun? Nein, danke. Sie haben uns sehr geholfen. Und tschüss. Ich hätte da zum Beispiel eine besondere Teemischung aus Ceylon. Weihnachtshektiker. Was wollte ich denn noch? Mann. Von dem hat der Zimtee-Händler gesprochen. Das muss er sein. Ja, er sieht tatsächlich sehr verdächtig aus. Ja. Nie gesehen, den Kerl. Moment mal. Knieske, ja. Auch nicht. Leider scheint er nicht polizeilich registriert zu sein. Sagen Sie, können Sie vielleicht einen Ausdruck von diesem Bild da? Ja. Das ist es. Genau, wir machen lauter Kopien von dem Bild und plakatieren damit die gesamte Stadt. Ja, Herr Knieske wird Ihnen dabei selbstverständlich behilflich sein. Nicht wahr, Herr Knieske? Ja. Moment, Telefon. Entschuldigung. Siehst du, wird doch alles gut. Du bist der Beutel. Und eins ist klar, Geschenke gibt's auch dieses Jahr. So sieht's aus.